Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot. In der letzten Folge haben wir The Generator Room, Toxic Waste und Pinstrip erledigt. Und jetzt machen wir The High Road. Boah. Wir nähern uns immer weiter hier dem Ende des Spiels. Oh, nee. Hier geht's zurück. Okay, das macht mich jetzt neugierig. Da kann man doch bestimmt irgendwie so rüber. Was? Okay. Soll ich das vielleicht wirklich machen? Okay. Keine Ahnung, das sieht so aus, als könnte ich da weiter. Oh Mann, das wird überhaupt nicht gut ausgehen. Nein, ein Schwein. Das ist unbewusst. Wieso kriegt das Viech nicht kaputt? Ja, lebensmäßig hat sich das nicht gelohnt, da zurückzugehen. Sehr gut. Ich wollte schon sagen, wenn ich den brauche, ne? Oh, der Renner! Was? Unfair! Ja, ich habe irgendwie so auf Cortex Turm da im Hintergrund geschaut und dann irgendwie, keine Ahnung, war ich so hypnotisiert. Oh Mann. Hier werde ich mein ganzes Leben verlieren, oder? Was passiert eigentlich, wenn ich Game Over gehe? Dann muss ich den ganzen Dreck nochmal neu machen. So, die Generator Room und all so was, ne? Der wird mir überhaupt nicht gefallen. Ja, dich muss ich am Leben lassen, ne? Oh, das ist das Symbol. Da muss ich mal bis zum Ende schaffen. Oh nein. Doof. Da tut sich das Symbol, muss ich mal bis zum Ende überleben. Ma. Da wollte ich der verdammten Schildkröte ausweichen. Ey. Hey. The fuck? Hey! Ich muss so weit von bis zum Ende vom Tussi-Symbol gelangen, ne? Also vom Bonus-Level. Hey! Was ist das? Mein ganzes Leben! Hey! Ma! Was ist das? Was ist das? Was, hä? Ma, toll. Oh, verdammt, schaffe ich das noch? Nee. Ey, ich verreck hier gleich. Na, verdammt, der Dreck. Nein, was zum Teufel? Was passiert, wenn ich Game Over gehe? Muss ich den ganzen Dreck dann nochmal machen mit Pinstrip und all sowas? Hä? Hör auf damit.
Ja, jetzt bin ich tot. Nein. Ja, und jetzt? Ja, continue, yes. Wo lande ich jetzt? Willst du mich verarschen? Würde ich sagen, wir sehen uns dann, wenn ich das hier nochmal geschafft habe. Ja, bis gleich dann. Oh, weiter geht's. Wieder mit ein paar neuen Leben. Die ich aus dem Fenster werfen kann. Oh Mann, das ist so toll, ne? Ich habe sogar auf dem Weg hier noch geschafft, einen Speicherpunkt rauszuhauen in einem Bonusspiel. Also ja, so viel kann mir hoffentlich nicht mehr passieren. Hoffe ich. Okay, wieso kann ich manchmal nicht so springen von den Dingern, wenn ich vom ersten Mal da springe? So, bei den verkackten Bonusrunden versuche ich jetzt einfach nur Dingens hier zu bekommen hier. Ja, warum ging das vorher nicht so einfach? Versuche einfach nur hier zum Ziel zu kommen, damit ich auch speichern kann, ey. Aber komm, egal, ob ich erstmal alle Kisten oder so bekomme, ich werde die sowieso nie bekommen. Deswegen einfach verdammt noch mal bis zum Ende der Bonusrunde kommen, damit ich auch speichern kann, damit sowas nicht noch mal passiert. Boah, Nummer 2 hier oben. Hey, ich hatte ein Leben, Mann. Meine Schuhe, die brauche ich nur. Hallo. Ja, aber so bringt das. Zack. Hey. Warum mache ich das eigentlich? Hallo. So. Hilfe! Tussi, Tussi-Symbol! Einfach nur bis zum Ende kommen. Vollkommen egal. Vielleicht sind da überall Leben unten, aber. Oder auch nicht. Da ist ein Leben. Lass mich speichern, danke. 53% komplett, danke. Ein bisschen blöd, dass man nur, oh, wir wollen nur noch 9 Stück. Wofür brauchen wir einen Schlüssel? Keine Ahnung. Aber wir haben sie sowieso nicht. Weiß nicht, gibt es irgendwie so ein Bonusende oder so? Ich weiß ja echt nicht. Ich weiß, dass es im dritten Teil eins gibt. Beim dritten Teil könnte ich mir sogar noch vorstellen, dass ich das schaffen würde, aber in dem Teil nicht. Er ist mir zu schwer. Also. Da war ich überfordert, Mann. Im zweiten Teil könnte ich mir vielleicht eigentlich auch noch vorstellen, aber. Hier im ersten Teil hier. Beim allerersten Mal. Oh, das ist das Ziel. Habe ich gar nicht erkannt. Ja, beim allerersten Mal hier. Indem man durch die Level durchrennt, hier alle Kisten zu sammeln, das, nee, das ist für mich irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit in dem Spiel. Slippery Climb. Okay. Ich habe mir irgendwie zum Ziel gesetzt, so viel, oh geil, eine Festung oder eine Ruine, das fängt schon mal geil an. Was war das? Achso. Die sehen mal geil aus, die Level.
Also ich werde mir jetzt zum Ziel setzen, so viel Kontrollpunkte und Speicherpunkte wie möglich zu bekommen. Könnte meinen, ich habe irgendwo die Leben gegrindet, ne? Aber das sind alles hier nur zum vorherigen Level. Und so lange hat er auch gar nicht gedauert. Ich war schon wieder kurz davor, einen Edelstein zu holen. Dieser eine beim letzten Mal, glaube ich. Also war nicht geschafft, weil danach konnte man ja auch speichern. Da hat mich ein bisschen aufgeregt, aber was soll's. Wie die Hand. Nein, nicht so ein Dreck schon wieder. Kontrollpunkt bitte. Na. Ma. Ey, jetzt bin ich schon wieder am Anfang. Leck mich. Ich sammle natürlich wieder alle Kisten ein, in der Hoffnung, dass ich irgendwie einen Edelstein bekomme. Ich hasse mich. Nein. So. Wie die Hand. Ich schlag dir gegen die Hand. Wer macht so was, ey? Was? Wie soll ich denn da hinkommen? Wisst ihr was? Keine Ahnung. Gehen wir einfach weiter. Kann man irgendwo einen Kontrollpunkt kommen, ganz ehrlich. Soll ich nochmal, wie viel verlangen die denn hier, soll ich am Stück schaffen? Schaffe ich das bis zum Ziel, ohne zu verrecken? Und ausgerechnet die beiden Kisten haben mir gefehlt, ne? Ernsthaft, gib mir mal einen Kontrollpunkt. Nö, da warte ich noch. Genau deswegen. Ey, jetzt kann ich schon wieder von Anfang an. Leck mich. Er hätte mal ruhig irgendwo einen Kontrollpunkt hier hinballern können, ey. Ja, genau wegen so einem Dreck schaffe ich das mit dem 100% hier nicht. Oh. Ja, läuft auch noch so in die Richtung. Spielen von einem abverlangt, ne? Langsam komme ich hier mit der Steuerkreuzsteuerung wieder besser voran. Am Anfang ging das ja gar nicht, aber jetzt ist das schon irgendwie, weiß ich nicht. Jetzt geht das so von Stamm wie meinen Hintern abputzen irgendwie. Leicht und einfach per Hand. Wieder beinahe runtergeflogen. Ja, was? Muss schon rhythmisch hier anpassen. Doch, also gar nicht. Ist immer noch Kontrollpunkt, ey. Aber da sind alle. Mal was zum Teufel? Ey, was ist das? Ich glaube, das versuche ich in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.